Wovon träumen Fliegen? Wir wissen es nicht, aber wir Menschen träumen oft davon, abzuheben und über den Wolken allen Sorgen enthoben zu sein. Die Hilfsmittel dazu können in Hangar 10, der einzigartigen Luftfahrtausstellung auf der Insel Usedom, besichtigt werden. Die Propellermaschinen aus den Jahrzehnten um den Zweiten Weltkrieg sind hier zu sehen. Eine Zeit, in der noch eine gute Portion Verrücktheit dazugehörte, sich in eines der knatternden Ungetüme zu setzen. Mut braucht auch, wer dem Traum des Fliegens ein wenig näher kommen möchte, als nur die vielen Fahr- und Flugzeuge zu betrachten und spannende Geschichten damaliger Piloten zu lesen. Mehrere Flugsimulatoren auf dem neuesten Stand der Technik machen es möglich, waghalsige Manöver am eigenen Leib zu erfahren, inklusive Looping und Co. Überlegen Sie sich gut, ob Sie den leckeren Imbiss in der BBD-Lounge vor oder nach diesem Abenteuer genießen. Besuchen Sie eines der ältesten Museen Norddeutschlands. Im Rostocker Historischen Kloster zum Heiligen Kreuz, direkt neben dem Universitätshauptgebäude, befindet sich die kulturelle Schatzkammer der Hansestadt. 1859 ging das Museum aus einem Kunstverein engagierter Bürgerinnen und Bürger hervor, die ihr Anliegen, das Kunstverständnis zu fördern, auf diese Weise manifestierten. Nach einer wahren Odyssee, geprägt von der wechselhaften Geschichte Deutschlands im 19. und 20. Jahrhundert, fand der umfangreiche Fundus an stadt- und regionalhistorischen Gegenständen, Malerei, Grafik und Kunsthandwerk 2011 seine neue Heimat in den vollständig rekonstruierten Räumen des ehemaligen Zisterzienserinnenklosters. Wie umfangreich die Sammlung ist, verdeutlichen allein die vielfältigen Dauerausstellungen, Münzen, historisches Spielzeug, Stadtansichten, Malerei, sakrale Kunst, Archäologie und vieles mehr warten darauf, entdeckt zu werden. Ein Ausflug in die Stadtgeschichte, der eine Tour durch Rostock perfekt abrundet. Damit Sie dabei den Überblick behalten, finden jeden Donnerstag um 14 Uhr Führungen durch das Museum statt. Karl Wilhelm Otto Lilienthal hatte einen Traum, sich mit einem Flugzeug von der Erde zu erheben und es über Wolken zu steuern. Die meisten seiner Zeitgenossen gaben sich Ende des 19. Jahrhunderts damit zufrieden, dass dies wohl ein Traum bleibt, nicht aber Lilienthal. Mit den ersten Gleitflügen weltweit schrieb er 1891 Luftfahrtgeschichte. Auf der ganzen Welt eifern damals wie heute Flugschüler seinem beispielhaften Pioniergeist nach. Welche Überlegungen dieses Genie bewegten, können Sie im Otto-Lilienthal-Museum in Anklam nachvollziehen. Vom Flügelschlaggerät bis zum Hängegleiter. Als erstes Museum Ostdeutschlands überhaupt erhielt es für seine innovative Ausstellung den European Museum of the Year Award. Wohl auch dank einzigartiger Exponate, zum Beispiel die einzige erhaltene Wanddampfmaschine Lilienthals. Wie man daran sieht, verdanken wir Lilienthal weit mehr als nur Flugzeugtechnik. Wussten Sie, dass auch die Baukastensysteme von Lego und Co. auf ihn zurückgehen? Ein im wahrsten Sinne des Wortes bewegtes Leben im Otto-Lilienthal-Museum Anklam.